Moin Leute, über Nacht kamen wieder ein paar Sachen über das Data Mining heraus. Also Vorsicht, Spoiler, die wollen wir uns kurz anschauen. Ich finde sie sehr interessant. Und zwar haben Spieler jetzt herausgefunden, dass sie für die Münzen, da gibt es einen Händler in Booty Bay, die bei den ganzen Dungeon-Bossen droppen, dass man da die T2 Brazers, also T2 Armschienen sich holen kann. Man weiß natürlich noch nicht, ob diese Armschienen einfach ein Platzhalter sind oder ob es die wirklich dann geben wird für 125 Münzen, so auf dem PTR. Das heißt, das Cap ist aktuell 100, das könnten sie auch erhöhen. Was aber schon so gut wie ziemlich sicher ist, dass wir da auf jeden Fall neue Items sehen werden bei dem Händler in Booty Bay. Das heißt, jetzt schon Münzen zu sammeln macht durchaus Sinn. Die Frage ist nur, ob sie nicht zurückgesetzt werden mit Phase 5. Da haben wir noch keine Informationen, aber ich gehe mal nicht davon aus, also ich hoffe es zumindest nicht. Aber sobald mir hier Informationen vorliegen, werde ich euch natürlich schnellstmöglich informieren. Fakt ist, dass Spieler auf dem PTR festgestellt haben, dass man hier die T2 Armschienen sich holen kann. Ob das wirklich dann so sein wird in Phase 5, wie gesagt, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist wirklich nur ein Platzhalter. Aber sobald ich mehr weiß, werde ich euch schnellstmöglich informieren. Ansonsten wurden die T2 Sets natürlich auch überarbeitet. Das kam jetzt beim Data Mining heraus und das sind die Sets, die wir in BWL bekommen. Und es verhält sich so wie in MC, dass wir verschiedene Sets für die ganzen Spezialisierungen sehen, also für die SOD-Spezialisierungen. Und zum Beispiel hier das Original T2 Set vom Druiden und hier Feral und für die Eule. Die sind schon deutlich besser, die Set-Teile, wie jetzt, sage ich mal, das Original-Set. Und das betrifft auch alle anderen Klassen. Auch bei dem Hunter sind die Sets deutlich besser geworden. Und jetzt hier bei dem Paladin vor allem. Wenn wir uns mal das Original-Set hier anschauen, was, sage ich mal, jetzt nicht so starke Set-Bonis hatte. Und jetzt haben wir richtig gute Set-Bonis, was auch den Damage erhöht. Und ja, das gleiche gilt für den Schurken. Da gibt es auch deutlich bessere Set-Bonis. Was jetzt aber neu ist und beim Data Mining herauskam, sind die neuen Affixe für die Sets. Ihr seht schon hier Core, Forged und Draconic. Das heißt, ihr könnt, so wie es ausschaut, die T1-Set-Bonis auch verwenden für euer T2-Set. Das heißt, wenn euer Spielstil besser funktioniert mit dem T1-Set-Boni, dann könnt ihr das auch auf dem T2-Set verwenden. In welcher Form, wie das genau ausschaut, ob man gewisse Set-Bonis nur nehmen kann, also einzelne, oder ob man alle nehmen muss, das ist bis heute jetzt noch nicht bekannt. Aber wenn da was rauskommt, werde ich euch natürlich wie immer schnellstmöglich informieren. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, Leute, lasst mir ein Abo da, um nichts zu verpassen. Es wird bestimmt bald ein Video geben von Blizzard, wo Phase 5 vorgestellt wird. Ich denke mal, es wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir haben ja viele Sachen durchs Data Mining erfahren. Aber wir wissen immer noch nicht, was ist jetzt mit dem neuen Dungeons, was mit dem Heroic Plus Modus, kommt der oder kommt der nicht. Ich denke, wir werden bald mehr wissen, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen, ich hoffe zumindest. Und wenn es soweit ist, gibt es von mir wie immer ein Video. Bis dahin, eine gute Zeit, ciao.